Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast Solo. Und nachdem wir jetzt die letzten 5 Solo-Folgen unfassbar viel Input hatten zum Thema Kontaktpunkte in der Mitarbeitergewinnung, wo es immer darum ging, was kannst du an dieser Stelle tun, was gibt es hier für Ideen, habe ich heute eine Folge für dich, wo ich dir nur einen kurzen Impuls zum Nachdenken geben möchte. Mir geht es heute gar nicht so sehr darum, dass du dieses oder jenes jetzt tust oder machst, sondern mir geht es einfach nur darum, dich an dieser Stelle zu diesem Thema ins Nachdenken zu kriegen. Du hast die Überschrift, den Titel zu dieser Folge mit Sicherheit gelesen, bevor du angefangen hast, diese Folge zu hören. Die größte Ehre des Meisters. Im Moment ist es ja so, wir versuchen in den Berufen, wo er weggefallen ist, den Meister wieder ins Handwerk zurückzuholen. Grüße an dieser Stelle an Stefan Bulken. Du leistest hier wirklich eine richtig krasse Pionierarbeit. Und ich glaube, es ist auch wichtig, was der Stefan macht. Denn dieser Wegfall des Meisterbriefes, niemand hatte wirklich was davon. Aber das ist nicht das Thema, über das ich sprechen möchte, sondern mir geht es darum, wie interpretieren wir denn diese Rolle? Denn den Meister zurückzuholen ist eine Sache, ihn zukunftsfähig zu interpretieren ist die andere. Und deswegen diese Folge heute. In der asiatischen Kampfkunst, das kennst du ja aus diesen ganzen Filmen, ne? Die Kammern der Shaolin und was es da so alles gibt, da ist es immer so, es gibt immer so einen alten Meister. Und die größte Ehre dieses Meisters ist es, wenn sein Schüler eines Tages besser ist als er. Das ist die größte Ehre des Meisters. Und jetzt drehen wir das mal um. Was ist die größte Ehre des Meisters, den wir so kennen? Bei manchen ist es der Brief, der an der Wand hängt. Ja, das ist die größte Ehre. Damit ist der Meister geschafft. Und ansonsten ist der Meister sehr, sehr häufig der bestbezahlte Facharbeiter im Betrieb. Wenn er mehr ist, dann ist er vielleicht derjenige, der organisiert, der Aufträge reinholt, der sich um die Kunden kümmert. Alles gut, alles wichtig. Aber das ist keine Führung. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe des Meisters in Zukunft. Führung. Und das, was wir jetzt gesagt haben, das ist alles Management. Ja, also Organisation und wer macht was und so weiter. Alles Management. Und mir geht es um Führung. Und jetzt bringen wir diese beiden Sachen zusammen. Führung und die größte Ehre des Meisters. Denn genau darum geht es eigentlich in moderner Führung. Es geht darum, andere wirklich besser machen zu wollen. Denk mal kurz drüber nach. Die wichtigste Aufgabe von Führung ist es, andere besser machen zu wollen. Und das ist am Ende die größte Ehre des Meisters, wenn sein Schüler irgendwann besser ist als er selbst. Und denk einfach mal drüber nach. A, wie viel führen wir wirklich und wie viel verwalten wir nur? Und wie viele Führungskräfte gibt es da draußen, die mit Freuden sagen, ja, mein Schüler in Anführungsstrichen ist jetzt besser als ich und ich freue mich drüber. Ich versuche das nicht zu verhindern oder ärgere mich oder mache mir drüber Gedanken, was jetzt alles passiert, wenn er besser ist als ich, sondern das ist meine größte Ehre als Führungskraft oder als Meister, wenn mein Schüler besser ist. Ich sage, so geht richtig, richtig gute Führung in Zukunft. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich jetzt alleine lassen. Wie interpretierst du das für dich? Was ist für dich die größte Ehre eines Meisters, wenn du Meister bist? Wie geht dein Meister mit dir aktuell um, wenn du selbst kein Meister bist? Nehmt das einfach mal mit nach draußen für diesen Tag, für heute, wo ihr diesen Podcast hört und denkt einfach mal drüber nach, über diese größte Ehre des Meisters. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Interview. Bis dahin, habt eine richtig geile Zeit. Ciao, dein Jörg.